28% der landwirtschaftlich genutzten Flächen in Deutschland sind sogenanntes Dauergrünland. Das entspricht in etwa einer Fläche von 4,6 Millionen Hektar. Zu Dauergrünland zählen die Flächen, die länger als 5 Jahre als Wiese oder Weide genutzt werden. Sie dienen also zur Grünfuttergewinnung. Unser erster Beitrag: Von der Maat bis zum fertigen Ballen, mit großer Technik effektiv gearbeitet. Hier treibt ein Fendt 828 Vario die Mähwerke an. Knapp 280 PS powern unter der Motorhaube. Möglich macht das ein wassergekühlter 6-Zylinder-Dieselmotor von Deutz mit Ladeluftkühlung und Common Rail Hochdruck-Einspritzsystem. Der 828er ist der größte Schlepper der 800er-Reihe. 2009 wurde er auf der Agritechnica in Hannover vorgestellt. Seit 2010 wird er in Serie produziert. Er gilt weltweit als der erste Schlepper, der serienmäßig mit der SCR-Technologie ausgerüstet ist. SCR steht für selektive katalytische Reduktion. Eine Technik, die umweltschädliche Stickoxide aus den Motorabgasen reduziert. Dies geschieht nach dem Verbrennungsvorgang, in dem den Abgasen das sogenannte AdBlue, eine Harnstofflösung, zugeführt wird. Die chemische Reaktion lässt aus den Stickoxiden Wasser und Stickstoff werden. Beides harmlos und umweltverträglich. Am Heck des 828 Vario läuft hier ein Großflächenscheibenmähwerk von Klaas, das Disco 8550 AS. 8 Meter breit, mit je 7 Mähscheiben an jedem Flügel. Pro Mähscheibe rotieren 2 Messer, die mittels Schnellwechseleinrichtung getauscht werden können. Die Schnitthöhe liegt zwischen 3 und 7 Zentimetern. An der Front des 828 Vario arbeitet das Klaas Disco 3100 FC mit zusätzlich 3 Metern Arbeitsbreite. So kommt der Schlepper hier auf gut 12 Meter Arbeitsbreite und kann so pro Stunde mehr als 10 Hektar mähen. Mal sehen, wie weit Florian Becker und sein 820er Vario mit dem Schwaden ist. Die Heuschwaden nehmen bereits Form an. Schließlich hat Florian den Pöttinger Top 1252C dabei. Ein Vierkreisel-Mittelschwader. An ihm kann er die Arbeitsbreite hydraulisch verstellen. 8 bis 12,50 Meter sind möglich, ebenso problemlos wie das Umschwaden von Hindernissen. Die großdimensionierten Duratec-Kreisel sind für härtesten Einsatz konzipiert. Und ein harter Einsatz ist es auf diesem Gelände in jedem Fall. Extreme Schräglage, verwinkelt. Hier muss Florian gut aufpassen. Wir haben einen Vierkreisel Pöttinger Schwader mit hydraulischen Rechenhöhenverstellung. Und die Schlepperleistung ist überaus reichend. Aber wir brauchen schon für das Gewicht im Hang. Der Schwader ist 6,2 Tonnen schwer. Wenn es da am Hang steil bergauf geht, dann braucht man schon ein bisschen Gewicht am Traktor. Aber die Leistung langt übrig. Die Leistung, von der Florian Becker spricht, liegt bei 207 PS. Angetrieben von einem wassergekühlten Deutz 6-Zylinder-Motor mit Turbolader, Ladeluftkühlung und Common Rail-Einspritzung ist er mit externer Abgasrückführung ausgestattet. Damit gehört er zu den sogenannten Tier 3-Motoren, die mit dem Image leben müssen, übermäßigen Durst zu haben. Ein Test der DLG im Jahr 2007 konnte jedoch das Gegenteil beweisen. Der 820er Vario leistet mehr pro Liter Diesel, hieß es damals als Fazit im Testergebnis. Jetzt muss sich Florian aber ranhalten, denn in Kürze kommt der Kollege, der die Schwaden zu Ballen pressen soll. Fest steht, dieser Kollege wird es nicht sein. Denn was der Fahrer noch nicht weiß: Lange wird er das geschäftige Tun mit seinem Fendt 826 Vario und der Press-Wickel-Kombination von McHale so nicht mehr durchziehen können. Die McHale Fusion 2 ist ganz neu beim Lohnunternehmen Ernteplus in Lambsborn.
Heute kommt sie zum ersten Mal zum Einsatz und bislang tut sie auch ihren Job. Mit 2 Metern Arbeitsbreite geht es zügig voran. Doch plötzlich steht das Gespann. Was ist geschehen? Ein Hydraulikschlauch ist undicht und muss gewechselt werden. Das übernimmt der eigene Service des Lohnunternehmens. Der Kundendienst von Fendt würde zu lange brauchen. Das ist bei uns noch ein bisschen schwierig. Das ist ein großer Vertriebspartner, der die Fendt veräußert hier. Aber die sind relativ weit weg. Das sind 40 Kilometer hier vom Standort. Und wir machen relativ viel selbst. Nur die größere Sache tun wir dann in die Werkstatt. Wir haben ja Werkstattpersonal, die das machen. Aber wenn jetzt ein Getriebe oder Motor getauscht wird, dann geht er in die Werkstatt. So, die Presse läuft wieder. Jetzt gilt es, die verlorene Zeit aufzuholen.